Der Lieblingsjünger Jesu. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium am Fest des heiligen Johannes. Wir hören heute, da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Mich bewegt heute der Gedanke vom Lieblingsjünger Jesu, dem heiligen Johannes, der am Herzen Jesu ruhte. Wie es im Evangelium heißt, einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Um diese Worte in ihrer ganzen Tiefe erfassen zu können, dürfen wir sie mit diesen Worten ergänzen, die der heilige Johannes in seinem großartigen Prolog schreibt. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Wenn wir das Evangelium vom Lieblingsjünger Jesu betrachten, das Johannesevangelium, stehen wir vor einer gewaltigen Goldmine, wo uns der heilige Johannes die Tiefe der Geheimnisse der Liebe Gottes eröffnet. Mit dem heiligen Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, dürfen wir staunend erfassen, an welchem göttlichen Schatz uns Jesus in den heiligen Sakramenten bereits teilhaben lässt. Mit dem heiligen Johannes dürfen wir auch erahnen, zu welcher Herrlichkeit Gott uns berufen hat. Denn wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Wie er in seinem Brief schreibt, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Heiliger Johannes, bitte für uns. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Johannes und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnung und Arbeitsstellen getroffen haben, und setz euch frei davon. Im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich den gesegneten Festtag des heiligen Johannes.